Hallo Dieter, guten Morgen. Schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch genommen hast. Wir würden gerne ein bisschen was über dein Seminar in der Chilin Akademie erfahren. Der Seminartitel Wechselseitiger Einfluss von Körper, Geist, Psyche und Sozialem, das klingt ein bisschen sperrig. Worum geht's denn in deinem Seminar? Ja, es geht im Kern um das, was unsere Bewegungs- und Heilkünste ausmacht. Denn Tai Chi, Qigong, ist eigentlich die perfekte Mind-and-Body-Medizin. Der ganzheitliche Ansatz der Mind-and-Body-Medizin aus westlicher Sicht ist da schon immer Bestandteil der TCM und unserer daoistischen Lehren. Die Kultivierung von Körper und Geist, die Verbindung nach innen und nach außen. Und wir betrachten das im Licht der westlichen, der aktuellen Erkenntnisse und Studien aus medizinischer, aus neurowissenschaftlicher Sicht. Und dieses Zusammenspiel von Geist und Emotionen und Körper, dieses Wechselverhältnis, da gehen wir genauer drauf ein. Unser Geist, unser Gehirn, unser Nervensystem spielt eine große Rolle. Wie können wir unsere Neuronen so aktivieren, dass sie unsere Heilkräfte fördern, nützliche Strukturen im Körper, im Gehirn aufbauen? Gedanken als Medizin als Stichpunkt. Die Emotionen, die Psyche, die wirken wiederum auf unsere Stimmung, auf unser Denken, auf unseren Körper. Antonio Damasio sagt, der Körper ist die Bühne der Gefühle. Es sind Signale des Unbewussten, die besser wahrzunehmen und einzusetzen. Und wie? Darum geht es hier. Beim Körper wiederum, der spielt eine Rolle und hat wieder eine Auswirkung auf unsere Stimmung, auf die Emotionen. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, wieso unsere Tai Chi und Qigong-Bewegung direkte positive Auswirkungen auch auf unsere kognitive Leistungsfähigkeit haben. Also ein großes Gesamtpaket. Vieles läuft unbewusst. Wir machen es uns ein bisschen bewusster in den Prozessen, weil Gesundheit liegt immer in unserer eigenen Verantwortung und hat mit uns selbst zu tun. Und darum geht es eigentlich, wie wir Schlüsselkompetenzen fördern können. Das klingt alles schon sehr spannend. Was mich jetzt interessieren wird, was bringt das jetzt für die Praxis als Kursleiter? Also was nützt mir das, wenn ich dann im Unterrichtsraum stehe? Ja, es hilft uns, vieles machen wir vielleicht intuitiv, bewusster, so die eigenen Praktiken durchzuführen und vor allem anzuleiten, wenn ich die Zusammenhänge ein Stück besser begreife. Denn wir haben ein Riesenpaket, was in der ganzen Mind-Body-Medizin aus westlicher Sicht zusammengepackt ist, in unseren Bewegungs- und Heilkünsten mit drin. Die Schlüsselkompetenzen, von denen ich gerade gesprochen habe, sowas wie Selbstwahrnehmung, die Achtsamkeit, das Spüren im Körper, die Verbindung nach innen, das Erfahren der Selbstwirksamkeit, die Erfahrung bestimmter Bewegungen, die mich im offeneren oder entspannteren Zustand bringen, die Selbstheilungskräfte, die wir damit aktivieren können. Bei all dem spielt die Achtsamkeit, meditative innere Praxis, die Bewegung eine große Rolle, wie es im Tai Chi und Qigong gemacht wird. Und es gibt möglicherweise auch neue Argumente oder bessere, weitere Argumente, um viele neue Kursteilnehmer, Unternehmen, Geschäftspartner von unseren Heilkünsten besser überzeugen können aus westlicher Sprache, was ich oft erlebe, eben wenn ich mit Unternehmen in Verbindung stehe, dass sie ein paar konkrete Facts wollen, Studien oder medizinisch belegbares Wissen. Das Ja. in kompakter Form gibt es in unserem Seminar. Ja, sehr, sehr spannend. Wie wird denn so ein Online-Seminar ablaufen? Wir sind ja normalerweise Präsenzseminare mit viel Praxis gewohnt. Kannst du uns das mal kurz zeigen, wie das so sein wird, das ganze Wochenende lang? Ja, ich schalte mal um auf meine Tischkamera. Wir werfen mal einen Blick auf den Seminarplan. Wir haben so drei große Teile. Im ersten Teil schauen wir uns so die Grundlagen der Mind-Body-Medizin an. Das Wechselverhältnis Körper-Geist. Der zweite Teil in der Wechselwirkung, da steigen wir direkt tiefer in die Themen ein. Unser Gehirn, die Vorstellungskraft, die Gedanken, die Neuroplastizität, die Emotionen, welche Rolle sie spielen, Herz-Psyche-Verhältnis, die Körperwahrnehmung, somatische Marker. Wir schauen uns die Bewegungen an. Das Embodiment ist ein großes Thema.
Bewegung und Denken und die Annäherungsvermeidungssysteme, in die wir uns bewegen. Und im dritten Teil steigen wir ein in die Schlüsselkompetenzen. Alles liegt in unserer Hand. Die Selbstwirksamkeit, das Selbstmitgefühl kultivieren und eben auch die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ja, super. Das klingt aber nach einer Menge Stoff. Sag mal, hast du denn für die Teilnehmer dann auch ein Skript oder Unterrichtsmaterial oder etwas, dass man das zu Hause nochmal vertiefen kann? Klar, es gibt eine ganze Menge. Es gibt ein Skript zum Seminar. Es gibt weiterführende Literaturempfehlungen. Es gibt Links. Wir sitzen nicht nur da und es gibt Input über Präsentationen, über Schaubilder und vieles mehr, sondern unser Geist arbeitet immer nur gut, wenn der Körper auch aktiv ist. Das heißt, wir machen immer wieder auch Bewegungen, Praktiken aus der Tai Chi, Qigong-Praxis im Austausch miteinander, finden Beispiele, sodass das Ganze ordentlich sehr lebendig wird. Das heißt, du machst auch gleich den Transfer, wie das Neugelernte dann auch tatsächlich in der Unterrichtspraxis angewendet werden kann? Klar. Mhm. Finden Beispiele und besprechen das auch gemeinsam. Ja, da ist auch jeder selbst gefragt, wo er Ansatzpunkte für sich sieht. Das ist ja auch immer der spannende Austausch. Wir lernen ja auch immer ein Stück miteinander und voneinander aus den Erfahrungen. Dann noch eine letzte Frage. Mich würde interessieren, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Du bist da sehr kompetent und hast ein Wahnsinnswissen. Ich habe ja schon Vorträge von dir gehört. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin da eigentlich durch Qigong dazu gekommen, seit über 25 Jahren praktiziere das und habe eigentlich gemerkt, oh, es bringt Veränderungen bei mir. Ich habe mich total verändert in dieser Zeit. Und dann hat mich das Ganze fasziniert, dass ich so den westlichen Blick, die Grundlagen eigentlich verstehen wollte. Vom Haus aus bin ich Pädagoge, kein Mediziner. Das Wissen interessiert mich. Habe mich zunächst mit Stress und Entspannung auseinandergesetzt, bin Stressmanagement-Trainer und kam dazu zu den medizinischen, zu den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Dr. Rick Hansen ist so eine einflussreiche Person, bei dem ich seit vielen Jahren Trainings und Fortbildungs gemacht habe, ein Neuropsychologe, der diese ganzen Geist-Körper-Vorstellungsbeziehungen sehr gut aufarbeitet, nämlich viel gelernt habe. Oder auch Praktiken des Embodiments, die beispielsweise bei Maya Storch im Zürcher Ressourcenmodell eine große Rolle spielen, die ich dort erfahren habe. Wir verkörpern, wie der Körper auf Denken wirkt, auf Haltung wirkt, wie wichtig der Körper ist, die Haltung, um auch innere, andere Einstellungen zu bekommen, regelrecht in eine andere Haltung reinzugehen. So gibt es eigentlich einen ganzen Strauß von vielen Fortbildungen, Qualifikationen, die ich gemacht habe. Und ich habe gesehen, das bringt mir eine ganze Menge für meine eigene Qigong- und Meditationspraxis. Bin viel in Firmen unterwegs. Es hilft mir eigentlich, die Themen gut zu vermitteln in dem ganzen Bereich. Schreibe auch Artikel dazu, habe schon Fachartikel veröffentlicht. Und ja, hoffe, dass ich euch nützliches Wissen mit auf den Weg geben kann in dem Seminar. Ich freue mich auf euch. Hoffe, ihr seid alle dabei. Dieter, das wird ein spannendes Seminar, da bin ich ganz sicher. Wenn du gern dabei sein willst, guck mal unten unter dem Film in Infokasten. Ich stecke einen Link rein. Dort kannst du mehr über das Seminar nachlesen und findest auch unser Online-Anmeldeformular. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Bis bald.